So, ja, da sind wir. Wo sind wir? Ich habe es leider nicht gesehen. Egal. Hex, wer es mitbekommen hat, ich habe ja letztes Wochenende mein erstes Turnier gespielt. Den großen Blood Cup, eins der größten, was jetzt anfängt. Der Cup geht über verschiedene Tournaments. Tournament 1 habe ich mitgespielt, 8 Runden, jede Runde 60 Minuten, plus Puffer, also 70 und 80 Minuten. Mit Constructed Decks, das heißt 60 plus 15. Und ja, es haben teilgenommen 212 Leute. Respekt, ich war einer davon. Ich habe mit dem Deck, hier das Blood Cup Deck gespielt. Und was ich dazu sagen kann, ist, wir werden es direkt mal löschen, weil es ist scheiße. Ganz eindeutig. So ein schlechtes Deck habe ich persönlich, glaube ich, nicht mal beim Draft gehabt. Und das will was heißen. Okay. Wir machen uns also ein neues Deck. Ein Cup-Deck. Was wir ausprobieren werden, weil jeden Monat ist so ein Cup. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was wir uns da reinhauen. Auf jeden Fall nehmen wir meine Lieblingsfarbe, ganz klar. Damals bei Magic war es schwarz. Hier ist es natürlich Blut. So, dann wollen wir mal gucken. Erstmal versorgen wir uns hier schon mal mit 10 davon. Am liebsten würde ich ja Blut und Rot zusammenspielen. Wir versuchen das erstmal. Wir können ja ein paar Würfe machen. Wie gesagt, das kann sich entwickeln. Ganz einfach. Was ich auf jeden Fall haben will, ist Graveyard zurück. Finde ich nämlich super gut. Wir brauchen definitiv 4 Mörder. Die haben uns nämlich bisher immer den Arsch gerettet. Und man hat es ja eben auch im Spiel gemerkt. So, das heißt, wir entfernen erstmal alle anderen Charts jetzt hier. Komm. Ich muss mal gucken, also jedes Turnier hat auch unterschiedliche Einschränkungen. PvE-Karten will ich auch nicht, denn ich will ein reines PvP-Deck haben. Okay. So. Okay. Extinction packen wir auch auf jeden Fall mit rein. Hat mir nämlich auch jedes Mal die Tour versaut. Und der Uronas ist die Monsterkarte in unserem Deck. Und den Inquisitor hätte ich gerne öfter. Habe ich aber noch nicht. Ist Weltklasse. Kann man nicht anders sagen. Einfach nur Weltklasse. Jetzt ist die Frage, was wollen wir noch? Jetzt haben wir schon so ein paar Grundgeschichten. Definitiv nehmen wir unsere Moskitos mit rein, die Lifedrain und Flug haben. Sehr geile Geschichte. Warte mal, der war ganz gut, wenn er. Ah, okay. Wenn er mit einer anderen Farbe gespielt wird. Warte mal, was ist denn eigentlich? Den nehmen wir auch mit rein. Das heißt, wir versuchen uns durchaus mal ein Live-Drain-Deck zu machen. Das hier ist, ich weiß, ich überschlag mich gerade mit gegriffen. Der hier ist insofern wieder gut, weil wenn er stirbt, kommt er wieder auf die Hand, du kannst ihn wieder ausspielen. Das heißt, es ist die Fähigkeit hier, wenn er ins Spiel kommt, öfter passiert. Das ist halt richtig, richtig gut, weil dann kannst du nämlich Sachen von ihm runterskillen. So, wir
Life Drain, Speed, Leech, der braucht halt viele Shards. Okay, ist gar nicht so schlecht. Wir gucken aber, was wir noch haben. Sehr geile Karte, kann halt richtig, richtig gut sein. Glaube ich von dir. Die habe ich. Ich habe da wohl noch ein paar Life Drainer, oder? Finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Kann er nämlich seine Fähigkeiten nicht benutzen. So, wie viele Karten haben wir? Wir haben schon 37 Stück. Das heißt, wir hätten noch 13 über. Davon habe ich leider nur eine. Richtig geiler Typ. Richtig geiler Typ. Moin! Mangoman! Wie geht's? Wie sieht's aus? Ich bin nicht Meister der Karten. Glaub mir, ich bin nicht Meister der Karten. Ich habe so auf die Fresse gekriegt am Wochenende. Nein, ich bin nicht Meister der Karten. So, aber wir haben ja gesagt, wir wollen noch Rot dazu. Schauen wir uns die mal kurz an. Wie geht's dir denn? Sehr schön, sehr schön. Na, wenigstens etwas. Wo kamst du nochmal her? Also, wo wohntest du? Burn habe ich auch nur einmal. Weltklasse-Karte. In Sachsen, dann ist das Wetter bei euch bestimmt auch nicht viel besser, oder? Es dürfte ja gar nicht so weit weg sein. Also ja, es ist schon weit weg, aber so von unserem Wetter meine ich weit weg. Jetzt habe ich die zwei Drachen. Burn, burn, burn. Kleinere Graves. Jetzt brauche ich noch normale Truppen, würde ich sagen. Nämlich Orks als Fußvolk. Obwohl, nee, ich muss ja Lebenspunkte kriegen. Sonne, Wolken. Ja, gut, es könnte schlechter sein, das stimmt schon. Aber ich finde, es könnte auch deutlich besser sein. Deutlich besser. Verdammte Hacke, habe ich echt so schlechte Karten? Ich meine, ja, es sieht so aus, aber... Jetzt habe ich hier 1000 Sachen, die ich töten kann. Ich habe keine Fußtruppen. Oder vielleicht sollte ich doch nicht hier auf diesen... auf Live setzen. Den finde ich schon gut, aber der kostet 5.
Wir gehen auf Orks. Wir gehen auf Orks. Das ist doch auch eine Ork-Tante. Nee, ist ein Junge. Warum ist das ein Junge? Trader haben wir 4. Hallo, Princess. Davon immer nur einen habe. Es ist so peinlich eigentlich. Ich brauche mehr Karten. Fluchtage. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht, dass ich mir kein Deck zusammenstellen kann. Kein Wunder, dass ich die Flauschis genommen habe. Ork, haben wir hier noch was Schönes und wie ist denn das Verhältnis? Das ist ungefähr ausgeglichen, okay. Das sind auch Orks, oder? Ja. 2-2 kosten 3. Alles gut, alles gut. Wir probieren das gleich einfach mal aus. Was kostet die Welt? Außerdem brauche ich mehr Ressourcen. Hier das. Zack. Ja, das stimmt schon, aber dabei habe ich gar nicht so viele. Das ist ja genau mein Problem. Also ich will ja, aber ich kann nicht. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich habe hier auch... So, dann können die aber wieder weg. Jetzt müsste ich mehr als genug Ressourcen haben. Die genau 60. Was gut ist, Banner brauche ich nicht, Kismet brauche ich nicht. Ach komm, wir versuchen das jetzt mal. So, welchen Champion nehme ich? Welchen Champion nehme ich? Nehme ich wieder meinen Liebling? Was können die anderen eigentlich? Nee. Nee. Nee, nee.
Schnecke spiele ich auch nicht. Dann bleibt es wohl bei meinem Liebling, Sarret. Okay. Wir safen das mal. Ja, ich weiß. Ich habe eine Karte, die im PvE nicht erlaubt ist. Wir wollen aber gar kein PvE, wir wollen PvP machen. Und wir wollen das Kampfdeck mal spielen. Ansonsten muss ich einfach wieder Geld investieren in einen Zehner und ein paar Turniere machen, damit ich mehr Karten kriege. Nützt ja nichts. Muss ich dann wohl tun. Aber hier, Mangoman, du willst mir sicher Karten spenden, oder? Na gut, vielleicht doch nicht. Oh, Unas schon. Na, das geht ja nicht los. Also Kartenverteilung, das ist ganz gut. Ob das was bringt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall muss ich gegen Fliegende. Habe ich schon was gegen Fliegende? Na gut, ich habe die ganzen Mörderdinger und so, ne? Das stimmt. So. Wir nehmen den hier. Dann können wir uns quasi eine Farbe aussuchen. Wir nehmen uns das, weil dann haben wir auf jeden Fall, sobald wir 7 haben, 3 Stück davon. Mehr haben wir nicht, weil die nämlich keine Ressource bringen. Ja, sicherlich. Du weißt, wo der Spendenbutton ist. Ich verspreche dir, ich kaufe auch mit dem Geld. Ach, Lord Humulus, schönen guten Abend. Ja. Geht's dir auch gut? Ich sagte, das Blattturnier war die Hölle für mich. Ich muss mal insgesamt ein bisschen leiser machen. Ich höre es alles so laut. Ich hoffe, dass ihr mich noch hört. So. Ah, besser. Ich habe gerade schon gesagt, ich war vom Blood Cup etwas überrascht. Es war eigentlich eine spontane Sache. Und leider ist mir das auch auf die Füße gefallen. Ja. Ja, jetzt wieder ganz gut. Wie gesagt, der Blood Cup hat mich etwas frustriert und fertig gemacht. Aber jetzt ist ja schon wieder Dienstag. Eine Woche ist schon fast wieder um. Und es ist gut. Ne? Musstest du aber lange überlegen. Vier kostet das, naja. Ja, also ich muss definitiv deutlich besser werden. Debug hat auch mitgespielt und Debug ist, glaube ich, irgendwo um die zwischen 20 oder 30 geworden, glaube ich. Hast du, Mangoman? Entschuldigung, ich hab das Ganze übersehen. Ja, dann. Gib ihm, ne? Finde ich gut von dir. Das ist ein netter Zug. So, du bist schon mal weg. Greife ich an und der Gladiator kann eben, dass der nicht verteidigen kann, also dass eine Figur nicht verteidigen kann. Dafür muss mein Gladiator aber mal angreifen. Das können wir nachher machen. Ich muss jetzt definitiv ein bisschen, also ich will auf jeden Fall eine Stunde Hex spielen. Ich möchte nämlich das nächste Mal für mich selber auch beweisen, dass ich
nicht der Vollpfosten bin, der von 104 Spielern, die es bis Ende durchgespielt haben, Platz 103 oder so war. Das ist schon krass. Ja. Doch, das merkt man. Das wird nicht gut. Alles klar. Jetzt habe ich natürlich wieder, das meine ich, ne? Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte natürlich den Führer vorher mördern sollen. Kann ich immer noch? Mache ich immer noch? Ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein total cooles Unboxing-Video. Ich habe nämlich hierfür von... Moment, zeige ich euch. Ich spiele ja auch noch mehr, nicht nur Computer, sondern ja auch von X-Wing Miniatur habe ich mir dieses schöne Gerät geholt hier. Sieht man es? Ja, man sieht es. Dachte ich, mache ich ein total cooles Unboxing-Video. Habe meine Cam großgezogen und habe dann gemerkt, nein. Machst du nicht. Weil diese Kamera ist nicht dafür ausgelegt. Deswegen ist es schon ganz gut, dass mein Bild so klein ist. Und ich habe umgeräumt, man sieht es vielleicht im Hintergrund. Ja. Warum was nicht? Entschuldigung? Warum ich kein Unboxing-Video gemacht habe, weil die Cam, wenn die großgezogen ist, so pixelig aussieht. Achso, ja, wie gesagt, also die Cam sieht so pixelig aus, das möchte ich keinem antun. Das ist wirklich, wirklich schlecht. So, gleich habe ich Ihmchen hier. Und dann schnappe ich mir Ihmchen. Und dann bin ich mal gespannt, was er dagegen zu sagen hat. Ah, jetzt macht er jetzt wieder 6er. Das ist natürlich frech. Das ist natürlich frech. Wie viel hat der? Der hat nur 3, ne? Ach, und Swift Strike habe ich auch nicht. Oder ich nehme mir den, dann können alle meine fliegen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Obwohl, ich habe auch nur noch 3 Runden. Ach, guck mal, meine Freundin hat eine gute Cam. Na dann, sollte ich sie mal fragen, wa? Ich habe so viele Burns und ich kann aber auch einfach einen so einziehen. Another Troop gets, dann habe ich 3-3, dann habe ich 8.
liest du total richtig. Der ist echt, echt gemein. Der ist so richtig gemein. Deswegen nehme ich von dir auch. Was denn da? Denn wenn Ötten ins Spiel kommt, unter meiner Kontrolle, kriegt meiner eine Mech plus 2 plus 2. Und nun können wir weiter miteinander reden. Blödspatenbacken hier. Die gehen so auf die Nüsse. Das ist der Hammer. Ja, und ich habe mehrere Sachen zum Unboxen. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Sachen auspacken. Das ist der Hammer. Das ist, da kann man sicher die Euphorie in meiner Stimme schon fühlen. Ja, was machst du jetzt? Ah, ist mir recht. Hast du einen fliegend? Kannst du. Den. Ah, ist klar. Muss recht sein. Okay. Jetzt kommt der perfide Plan. Ich hoffe, ich überlebe ihn. Ich habe nämlich vor, dass ich den wieder töte, beim nächsten Mal angreife, damit den wieder schnappe, ihm hier wieder plus 2 gebe, mit dem hier blocke und dann gewinne. Ja. So jedenfalls die Theorie. Gut, das war schon mal doof. Hätte ich nämlich erst den ausspielen sollen und dann, aber naja. Dirty Details. So, wir greifen nämlich jetzt an, machen ihm hoffentlich Schaden. Ich sag es dir. Nehmen wir uns jetzt hier den hier. Zack. Geben ihm hier wieder plus 2. Da haben wir eine 9-9er. Wahnsinn. Okay. Kleine Moskito geht jetzt drauf. Nein, ist ja kein großer Moskito. Der wird jetzt sterben. Und dann ist er tot. Das Problem ist, dass ich immer so waghalsige Sachen mache, dass ich immer sterbe, weil er jetzt so einen 3-Direktschaden hat oder ich bin unblockbar oder haha, ich tappe alle deine Figuren. Normal auch ist. Also so war es jedenfalls an dem Wochenende. Es hat mich... Ich habe nochmal so fast gewonnen, dann kam so eine Extinction, also alle Karten weg. Und dann habe ich noch Mana gezogen. Dann hatte ich irgendwie 20, er hatte noch 5 Lebenspunkte, dann habe ich verloren. Aber so spielt das Leben, ne? Na, greifst du mich an oder willst du blocken? Okay. Oder er hat jetzt Trampelschaden oder sowas. Na, dann wird er ja auch durchkommen. Ja. Meinetwegen auch das. So, mein junger Freund. 7, 8, du hast keine Karten mehr. Ich greife dich an und mache dir wahrscheinlich 4 Schaden. Du machst mir...
Den musst du blocken. Könnte natürlich jemand mit Speed bekommen, das wird er aber nicht. So. Ja, dann würde ich sagen, gib ihm. Ich mag es ja, Leute unter Druck zu setzen. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie tut das gut. Das ist jetzt die Superkarte, oder? Nee. Okay. Warum gibst du nicht auf? Ah, aufgeben ist schwul, ja. Es hätte besser laufen können. Tatsächlich hätte das besser laufen können. Wir gucken nochmal in die Karten rein. Es ist ja nicht alles gekommen, aber irgendwie. Extinction, Graveyard, Burn, das kam alles nicht. Mosquito war gut. Mosquito war gut. Mehr Booms, mehr alles kaputt machen. Die zwei ersetzen vielleicht. Achso, mal. Filter. Finde ich natürlich auch total schön hier. Rachel, wie viele Figuren habe ich? Wie viele Typen? Nur. Obwohl. Ach, komm. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wir versuchen das einfach nochmal. Ich weiß, einfach nur ein blöder Zufall oder nicht gut genug. Ja, Unboxing. Sehr spannend. Ich habe es auch noch nicht angefasst. Was tippst du bei Twitch ein in deinen Chat? So, da hast du schon. Nee, hast du noch nicht. Ja, aber so einfach ist das. So einfach ist das. Insi, habe ich gerade schon Insi gespielt. Okay, wollen wir behalten, das ist gut. Ist richtig gut. Richtig schön. Ich glaube, Insi hat zu wenig Mana in ihrem Deck. Aber das ist natürlich nur eine Behauptung. Eine Vermutung. Komm, Running Deer, zeig mir, was du kannst. Weiß. Weiß-grün.
Mit welcher Farbe spielst du sonst immer Lord? Also was ist so deine Lieblingsfarbe? Meine ist ja Blut absolut geworden. Ich weiß nicht. Was? Ah, okay. Spannend. Und wie ich vermutet habe, fehlt der kleinen Insi wohl das Mana. Ah, okay, Direktschaden und so. Oder was magst du an denen? Also viel Aua ganz schnell. Ja. Rush, rush, rush. Mein Kumpel heißt Rush. Also als Nick. Also wenn ich alle Karten zusammen habe, ich mag wie gesagt das direkt töten und dann wiederbeleben. Das finde ich gut. So eine Scheiße hier, das ist auch so eine ekelhafte Karte. Die ist richtig so. Die, der Buccaneer, Extinction. Das sind glaube ich die, die mir fast jedes Match kaputt gemacht haben. Was? Ich glaube, das war es schon fast. Oh, ich hau mir mal Moskitos. Jetzt habe ich zu wenig Mana. Holt sich jetzt schon eine, die zwei Schaden macht. Such dir was aus. Einen Tod wirst du damit eh nicht aufhalten. Ja, meinetwegen auch das. Zack, zack.
was hast du für eine super Lösung. Du hast noch 4 Mana und ganz viele Karten auf der Hand. Du wirst dich doch wohl retten können. Ah, ich wusste es. Destroy. Den blockst du. Nein! Skandalös. Also wenn so die Turniere beim Cup abgegangen wären, wäre ich glücklich gewesen. Oh. Jetzt hat ja auch noch ein Angel of Dawn. Soll er haben. Der wird gleich gemördert und dann nehme ich den. Das ist mein Engel. Pff. Wo spiele ich denn mit Blut? Oder spiele ich dich? Ich glaube, ich spiele dich. No. Ich hasse die Karte so sehr, dass ich sie unter meinem Namen nehme. Gnadenlos benutzt werde. Mist. Noch wohl. Ja. Nimmst du mir jetzt die Stormcloud wieder weg mit deinem Exil? Ja. Gut. Du findest sie anscheinend genauso ätzend. Greif mich an und ärgere mich. Bin ich so traurig, da muss ich mich zudecken hier. Und dir gebe ich schon mal -1/-1. Nimm dir ruhig ein Mana. Wer dreifarbig spielt, darf sich auch ein Mana nehmen. Hast du was Grünes sonst schon gesehen? Ah. Hand in your deck. Spell Shield. When this end is played, each champion bears cards from the top of the deck. Okay. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Weil, wenn ich jetzt eine Wiederbelebung ziehe, ist das gut. Allerdings könnte das da echt ein Problem werden. Weil er hat nämlich ein Spell Shield, das heißt, ich kann ihn gar nicht tagen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich keine vernünftige Karte ziehe. Fuck, 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 fuck. Tja, der Angel hat ihn gerettet. Verdammte Axt, ey. Das Deck ist noch nicht gut genug, gut genug, gut genug. Bestimmt die richtige Karte. Ach, heftig. Heftig, heftig, heftig. Und ich ziehe eine Ressource. Naja. Kann man immer gut gebrauchen, eine Ressource. Ne? Los, greif mich an. So, und die rettende Karte kommt jetzt. Und zwar ist es... Ach ne, Urona ist schon tot. Komm schon. Komm. Okay, ich hab verloren. Habe ich jetzt eingesehen. Aber komm, die rettende Karte. Extinction. Extinction? Extinction? Sei mir hold, Glück. Sei mir hold. Wisst ihr, was ich meine? Genau so verliere ich jedes verkackte Spiel in dem Turnier. Oh, ich habe eine Ressource bekommen. Hui, jetzt kann ich ein -1/-1 geben. Gut, wir geben auf und überdenken unser Deck nochmal. So, das kam nicht, das kam nicht, das kam nicht, das kam nicht. Das kam nicht. Das kam nicht, das kam nicht. Kam, was kam denn eigentlich? Ach so, die kamen. Ja, die sind natürlich auch schön. Ja, scheiße, würde ich sagen. Brauche ich die? Die nehme ich mal raus. Die wollen nicht. So. Ist quasi egal. Machen wir es mal so. Oh nee, stopp, 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 ich weiß, was ich mache. Viel besser.
fies. Kann der Gegner mich nämlich nur killen, wenn er quasi die gleiche Farbe hat. Und darauf kommt es ja grundsätzlich auch an. Irgendwie eine Lücke zu finden, dass der Gegner gar nichts machen kann. Ich hatte ja gerade gehofft, dass ich einfach die Bösen rausschnipse. Die habe ich allerdings nicht gezogen. Okay. Und so lange aushalten, bis einer meiner zwei Drachen da ist. Vielleicht brauche ich einfach noch einen dritten Drachen. Wenn ich mit Blau spiele, hätte ich natürlich drei. Aber der blaue Drache ist nicht so gut. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ja. Dafür trinke ich jetzt Cola Life, das ist gesund. Und gibt mir die Illusion, was Gutes für meinen Körper zu tun. Um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe gehört, ich war ja noch nicht im neuen Jurassic Park. Aber da soll so viel Product Placement drin sein, hat unser Marketing-Mensch gesagt. Wo auch der Hauptdarsteller so irgendwie so eine Coke Life so in die Kamera hält und irgendwo. Ja. Hm. Na, immerhin gewinne ich den Münzwurf. Ach, schau an, damit kann man doch schon arbeiten. Ich hätte zwar gerne noch ein rotes Mana gehabt, aber ich will mich nicht beschweren. Da haben wir jetzt endlich meinen coolen Cracking Bolt, der richtig gut ist. Murder, das heißt, zwei üble Karten können mich mal. Ich habe meinen fliegenden Moskito, der mir Lebenspunkte bringt. Und auch einen ganz geilen Retrader. Sehr gut. Das ist schon eine gute Anfangshand. Ne? Alles auch im Bereich des Möglichen. Das heißt, nichts dabei, was ich irgendwann nicht spielen kann. Außer wie gesagt, Rot bräuchte ich jetzt. Das kann ich dir ja gar nicht nutzen. Hier muss ich das hier mal hoch machen, sonst höre ich das nicht. Dann sehe ich das nicht. Ah, zieht neu. Was konnte das? Ach, Battlehopper. Finde ich zu teuer, muss ich sagen. Für drei Chargers ein Battlehopper. Nee, nee, nee. Sehr schön. Na komm. Ja, den mag ich auch. Oh, sie spielt Grün und Blut. Das macht sie ja. Und sie spielt Shinare. Das macht sie ja fast schon wieder sympathisch. Dann bluten wir mal zurück. Du bist dran, Ogni Joint. Ja, guck mal, so schnell kann man gewinnen. Kann man machen? Ne? Muss man nicht, kommen wir fordern sie nochmal raus. Vielleicht hat sie einfach Scheiße gezogen. Na gut. Also manchmal kann man ja auch wirklich nichts dagegen machen. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, auch damit lässt sich leben. Mörder, ein Inquisition, Raider. Wir keepen die Hand. Verstehst du? Keepen Hand. Ja, und achso, spielen auch gleich eine kleine Bloodshard aus und
übergeben. An Ogni. Diesmal auch, glaube ich. Doch neu gezogen. Und wieder ein Blood Bearer. Also quasi das gleiche wie gerade. Genau, nur keine Ressourcen. Das ist schon echt fies am Anfang, aber wie schon gesagt, nee, so ist es halt. Ich spiele jetzt sogar noch vor dem Moskito, weil ich mir sage, Mensch, wenn da eine gute Karte auf der Hand ist, dann mache ich die doch gleich mal kaputt. Spätestens jetzt kotzt Ogni. Weil sie denkt. Oh ja, okay. Okay. Wird schwierig. Ich glaube, ich würde den Wildwuchs gleich mal entfernen. Weil mir am meisten auf die Nüsse geht. Der ist nämlich richtig gut, kostet nur 1, gibt 3-3. Und vor allem geht er nicht auf den Friedhof, sondern kommt wieder hier rein, kann also wieder gezogen werden und dann kostet er 0. Das heißt, es ist freies Ausspiel und eine 3-3 auf Schaden und Leben. Das ist schon hammerhart. Und den Rest kann ich ja relativ schnell. Ja, jetzt kriegst du eine Karte, das ist schon gar nicht schlecht. Letztendlich ist es aber nur dann ab dann 1-1er. Mit einem Schaden kann ich durchaus leben. Na? Na, entweder ist dein Internet nicht so gut oder irgendwo. Sackt es ein bisschen. So, jetzt machen wir schon mal eine kleine Ruby daraus. Spielen den Moskito. Die brauchen wir noch nicht töten. Mit 1-1. Wir haben gleich hier ein Meer, dann kann ich minus 1, minus 1 machen. Dann kill ich einfach direkt den Bloodbearer. Der Bloodbearer bringt quasi, wenn einer von ihm stirbt, kriegt er einen Lebenspunkt dafür. Ist ganz gut, wenn man viele kleine Einheiten hat. Was die Shinaria generell sind. Den Mörder hebe ich mir auf hier für seinen Champion. Oh, jetzt hat er schon zwei davon. Jetzt kriegt er zwei Lebenspunkte, wenn er stirbt. Skandalös. Und er macht sich noch keinen Battlehopper. Okay. So, dann wollen wir ihn schon mal etwas ärgern. Wir nehmen ihn mal kurz einen weg. Ist mal gar nicht schlecht. Und dann spielen wir den Ranger. Der Ranger hat jetzt einen Sockel. Und zwar habe ich ihm gegeben, dass er quasi nur geblockt werden kann von auch roten. Lilanen. Glaube ich. Nicht roten. Also es geht nicht um die. Ich glaube, es geht um die Karte. Naja. Nichtsdestotrotz, 4-1 ist schon fies. Die wird er nicht durchgehen lassen, der greift an. Ich kriege einen Lebenspunkt zurück. Alles gut. Nächste Runde wird er vermutlich den Kommandanten spielen. Dann kriegen die hier plus 1, plus 1. Den würde ich dann in der nächsten Runde, wenn es notwendig ist. Na, da ist er, der Kommandant. Mit den beiden plus 1 plus 1. Oh, und noch einen kleinen Battlehopper plus 1. Dann werden die zwei auch gleich angreifen. Na komm, greife ich mit den beiden an. So. Die lasse ich durchgehen. Tschum. Okay, gibt mir das 3 oder 2? 2, okay. Kann ich nicht gebrauchen, also mache ich es wie gerade gesagt. Ich kille ihn.
Das heißt, die verlieren auch jeweils den Wert. Ich spiele den Witch Raider. Das ist jetzt ein 2-2er, weil da noch ein anderer Ork ist. Das heißt, das ist eine gute Blockeinheit. Und ansonsten greife ich mit den beiden an. Und der dürfte nicht blocken können. Das heißt, er kriegt jetzt 5 Schaden und ich kriege einen Lebenspunkt. Ja. So der Plan. Jedenfalls so. Halbwegs. So. Was ist denn hier passiert? Hilfe! X-Split, was machst du? Ah, okay. Na, bist du wohl? Also. So, greifst du mich an? Nein, du weißt mich nicht. Das finde ich so nett von mir. Ah, schwierig. Hat er da eine gute Karte? Will ich ihn die jetzt wegnehmen? Nein. Doch, klar. Ich kriege ja diese 2 Punkte wieder. Ich kann das Artefakt ja sofort benutzen. Nachdem er sich durchgelesen hat. Zack, nutze ich und. Na? Inquisition, zeig mir deine Karten. Oh, du hast einen fiesen Mörder auf der Hand. 4-4er ist mir ja fast egal, aber den Mörder, den kann ich dir natürlich nicht lassen. Nein, nein, nein. So, nächste Runde haben wir 6 und wir ohne Chance haben wir 7. Das wäre ziemlich gut, aber ich glaube, der hat noch gar nicht zum Graveyard. Oh, doch. Schnappen wir uns einfach auch so einen kleinen Blutträger. Mhm. 4-4, wenn ich doppelt kriege, ich minus 1. Minus 1, opfer ich beide. Muss ich auch nicht wirklich. Mane, nur 1 für mich. Und ich wäre sehr glücklich. Oh, 2 davon ist schon mehr ein Problem. Schreib's nicht an. Gut gemacht, hätte ich auch getan. Ich blocke, ne? Ja. Nein, wenn this becomes. Ach doch.
Das gefällt mir nicht. Aber ich werde jetzt sicher einen Mana ziehen. Oder einen Retrader, sicher auch. Ja, außerdem kann ich mir zwei Mana wiederholen. 2D. Dafür haben wir die kleinen Moskitos ja nicht. Haben. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die zwei abhalten kann, wenn die beiden nicht jetzt angreifen, was sie tun. Kill ich einen? Nein! Ich Vollhorst! Das wird ja zuerst berechnet. Okay. Wieder was gelernt, das meine ich mit. Ich muss halt doch nochmal öfter spielen. Jetzt ist der nämlich auch nochmal 1-1er geworden. In your face! Fuck off! Ein verfluchtes Mana. Aber nicht doof. Nein! Ein Onslaught! Naja, ne? Würde ich sagen, passiert. Kommt in den besten Familien vor. Sieben, sieben. Ah, warte, komm, das gönn ich ihm. Das soll er haben, das hat er gut gemacht. Das soll er mich vernichten dürfen. Ich dachte, ich hätte genug Mana. Ich glaube es nicht. Die Moskitos, die. Den kann ich irgendwie keinen Preis gewinnen, wa? Wir tauschen die mal. Ich habe zwar dann nichts Fliegendes mehr, aber. Wo sind sie? Oh, dich habe ich gar nicht drin. Das muss ich natürlich reinnehmen. Und euch zwei seid ihr eigentlich. Ihr seid. Ich glaube, ich gehe mal total auf. Irgendwie kriege ich hier den Cracking Bolt und so. Ich ändere das jetzt mal hier. Wir sind ja sowieso dabei, uns zu ändern. Zwei Orless haben wir nicht. Dann holen wir uns noch hier den.
Den holen wir uns. Die holen wir uns. Wo war denn jetzt hier mein... Meine Bunny ist meine tödlichen. Verdammt. Hier, Milky Eye. Milky Eyes, wo seid ihr? Bunnies of the Milky Eye. Ich weiß, ihr seid getarnt, aber ihr seid Ninja Bunnies. Ihr müsst euch schon zeigen, wenn ihr mitspielen wollt. Ah, ich habe sie sogar ausgewählt. Achso, ich habe sie auch schon. Das hat keiner gesehen. Ah, der kostet 4. Schade, dass der 4 kostet. Rage. Weg. 1-1 Paladin, when you gain health. Okay. Machen wir schon mal zweimal Blutaura rein. Und du hast einen großen, einen kleinen. Das habe ich schon mal probiert, das hat nicht geklappt. Oh, die war gut. Vielleicht gehe ich doch wieder auf Orks. Weg mit dir. Obwohl, das ist auch kein Ork. Ich habe gar keinen Ork drin. Ach, Björn. Hör auf, hin und her zu springen, such dir was aus und mach's richtig. So, zwei haben wir noch. Okay. Das ist jetzt zwar noch ein bisschen... Oh, also. Gut, euch will ich nicht, euch will ich nicht. Dafür möchte ich aber gerne... Denn falsches Mana brauchen wir jetzt nicht. Reines Blutbad jetzt hier. Reines Blutbad. So, und ich muss mal kurz... Eine Sekunde. Thank you.
Ach, ich habe keine Einheiten, ne? Gut, ich nur Vorteil. Folgen gespielt. War das Windgeist? Ja, ich habe viel zu wenig hiervon und von den anderen Sachen. Ja. Ja, die Shinaro-Miliz. Noch eine Wolf weggemacht. Oh. Keine Einheit draußen. Habe ich zu wenig Einheiten? Langsam bin ich mir echt unsicher. Ein bisschen Zeit lasse, mache ich dann gleich Extinction. Aber dafür brauche ich ja erstmal das kriege ich nämlich jetzt richtig auf die Fresse. Schon wieder. Das ist so frustrierend. Der Grund, warum ich muss Turnier spielen. Ich brauche bessere und mehr Karten verflucht. Das nützt ja nichts. Ne. Ich habe halt von allen so ein bisschen. Jetzt hat jeder irgendwie so einen Touch. Runde zwei Mana kriegen kann ich nicht. Das gibt's auch nicht. 2, 5, 6, 7. Eine Runde noch. Dann war's das. Ich zähle die Einheiten jetzt plötzlich drin. Wie viele Einheiten habe ich? Zu viele Actions drin, hm? Wo
war die Karte? Withering Touch nehme ich raus. Ich brauche Einheit, mein Freund. Einheit. Vielleicht doch wieder die Flieger? Guck mal, da wollte ich euch erst nehmen und jetzt kann ich nicht ohne euch leben. Das ist auch schön, oder? Blutaura weg und dafür nehmen wir noch ein Schad. So. Jetzt aber. Ich jetzt nicht als Gewinner hervorgehe. Das weiß ich auch nicht. Hallo Twitter. Du ignorierst mich ja auch, ja. Ja, ja. Achso, ich muss wieder umschalten. Wow. Ist heute irgendwie Bunny Time oder was? Ah, das ist schon okay. Ich meine, gut, das habe ich schon oft gesagt, aber diesmal ist es schon okay. Denke ich. Muss. Muss. Hex, Hex, zack. Den Starving Leech kann ich übrigens nicht ausspielen, weil ich dafür 5 Scherben haben muss, ne? Falls das... ich weiß noch nicht, wie tief hier in der Materie drin seid oder ob wir neue... neue Zuschauer haben. Also die Hexen noch gar nicht kennen. Wir dürfen natürlich auch Fragen stellen. Mango, hattest du eigentlich das Spiel auch mal gespielt? Bist du überhaupt noch da? Was haben wir denn da? Fiesen Ork-Tyrann. Leider wegnehmen. Okay, du bist nicht mehr da. Oder du hast zumindest kein Sound an. Obwohl, das könnte ich eigentlich mal mit dem... was er gerade erst gezogen haben.
teuer ist die? 3, ne? Fünf, dann wie viel habe ich? 4, 5 gleich. Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens schon mal eine schöne Figur von ihm aufs Feld gebracht. Was mag ich? Grave Nilla. Ah, das ist aber doch ein Sandsturm. Ach die. 4-4 kann uns natürlich schon ärgern. Dafür haben wir gleich hier Milky Blade. Greif mich an. Sei dir gegönnt. Ah, Frechdachs. Wieso ist mein Milky Blade jetzt weg? Das habe ich nicht gecheckt. Ach so. Ja, das ist natürlich fies. Weil das ja permanent ist. Das hat er gut gemacht. Jetzt hätte ich ihn direkt schon entsaugt, gekillt. Genau, ich hätte mich ja mal angegriffen. Definitiv. Drei Runden, ich halte das 2 Runden aus. Hm. Und cool. Also.
Cool. Also wenn er mich zweimal angreift, sterbe ich. Coole Karte, die will ich haben. Es gibt einige, die ich haben will. Das ist nicht meine Karte gewesen. Das Deck ist scheiße. Ich komme nicht aus dem Puschen. Sollte ich doch bei meinen altbewährten Kartendecks bleiben, was? Nein, nein. Wir machen das nächste Mal ein. Wir machen das nächste Mal wieder ein. Ein Draft oder zwei oder drei? Oh ja, ich will sehen, wie der mich killt. Bitte, bitte, bitte. Greif ich schon mit dem an. Oh, wie hübsch. Na komm, okay. Achso, dann bringt's ja nicht. Ist ja albern. Gut. Ich würde sagen, für Hex war's das für mich. Das war das Deck. Extinction kam leider nicht, wenn ich es gebraucht habe. Ehe kam nicht. Ehe kam nicht. Die kam gerade auch nicht. Urun hat sich einmal ausgespielt. Dann habe ich auch gut gekämpft. Die haben mir leider gar nicht so viel gebracht. Bemerken, es ist ganz viel Optimierungsbedarf da, aber das meine ich mit, wir müssen öfter spielen, ich muss mir das noch ein paar Mal durchlesen, wir brauchen mehr Karten, nicht immer nur eins oder zwei oder so. Ja, so sieht's aus. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, werde ich jetzt kurz umbauen, dann geht's noch ans Panzer fahren. Bis gleich.